Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um ein Thema gehen, wonach ihr mich auch schon ganz, ganz oft gefragt habt. Und das ist das Thema Trockenwerden. Wie hast du das denn bei deinen Kindern gemacht, Laura, dass ihr plötzlich windelfrei wart? Ich denke, darüber kann ich ein bisschen was berichten. Als erstes mal, die waren nicht plötzlich windelfrei und es geht auch immer mal was daneben. Und das ist ganz natürlich. Am allerwichtigsten finde ich immer, ohne Druck und ohne Zwang an diese Sache ranzugehen, dass einfach das auch positiv besetzt ist und da nicht negative Gefühle aufkommen und die Kinder sich irgendwie unter Druck gesetzt fühlen oder gezwungen fühlen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich finde, das ist einfach auch was Schönes, den eigenen Körper kennenzulernen, zu entdecken und auch irgendwann zu realisieren, oh, das kommt aus mir raus, weil auch das müssen die Kinder ja erstmal verstehen, wenn vorher immer alles in die Windel gegangen ist, muss man erstmal wieder verstehen, okay, das gehört zu mir und wann passiert das denn und wie passiert das und wo passiert das und all das ist dann einfach auch schon so der Prozess, der dann dort stattfindet. Und ich würde sagen, wir fangen als erstes an, dass wir einfach, wenn die Windel nass war, angefangen haben, mit den Kindern darüber zu sprechen. Hey, deine Windel ist nass, komm, wir ziehen mal eine neue Windel an, dass sie einfach so ein Gefühl dafür entwickeln, ah, okay, das ist nass, das fühlt sich nass an und jetzt gibt es eine neue Windel. Und als die Kids dann in dem Alter waren, dass sie das auch schon selber gespürt haben, wahrgenommen haben, das nehmen sie natürlich vorher auch schon wahr, aber dass sie dann auch sich verständlich machen, mit euch in Kommunikation gehen oder auch nicht sprechen, sondern einfach nur zeigen, auch das gibt es bei kleineren Kindern, dann haben wir die Windel gewechselt. Also wenn die Windel nass war, wirklich darüber gesprochen, die Windel ist jetzt nass, komm, wir ziehen dir eine neue an, sodass das dann quasi ankommt. Dann das nächste, als die Kinder angefangen haben, sich so hochzuziehen an Gegenständen und so weiter und dann auch schon relativ stabil standen, habe ich häufig angefangen, die Kids im Stehen zu wickeln. Erstens mal waren sie auf dem Wickeltisch so unruhig, haben sich gedreht, gewendet, mochten das Wickeln auch manchmal nicht, weil sie nicht so auf dem Rücken still liegen wollten. Und dann habe ich halt einfach angefangen, sie im Stehen zu wickeln. Und ich hatte das Gefühl, dass ihnen das ein bisschen mehr Freiheit gegeben hat, ein bisschen mehr Selbstbestimmtheit und dass sie auch das Gefühl hatten, hey, ich kann jetzt hier im Stehen richtig mithelfen. Und das war so der erste Schritt in die Richtung zum Thema Töpfchen und Trockenwerden. Einfach so diese Selbstbestimmtheit und diese Freiheit. Dann habe ich angefangen, einfach das Töpfchen ins Badezimmer zu stellen. Und ganz von alleine kam einfach das Interesse. Die Kinder haben sich natürlich gefragt, hey, was ist denn das? Warum steht das da rum? Was kann ich damit machen? Die haben sich auch schon mal so einfach spielerisch sie langsam daran geführt. Sie haben sich spaßeshalber mal da drauf gesetzt, mal die Hose angezogen, mal die Hose angehabt. Einfach so, dass erstmal so die Verbindung aufgebaut wird und dass das auch positiv besetzt ist. Und ich habe Marlene und die Kids auch immer mal wieder zwischendurch abgehalten, gerade wenn sie so Bauchschmerzen hatten und ich das Gefühl hatte, oh, irgendwie mit Windeldrücken funktioniert jetzt gerade nicht so gut, dann habe ich einfach diesen Einsatz hier vom Töpfchen schon benutzt, um die Kinder abzuhalten und dann ist da auch öfter mal Pipi und Stuhlgang reingegangen. Also auch das könnt ihr immer mal wieder in den Alltag integrieren, auch wenn ihr gerade das Gefühl habt, so, oh, mein Baby hat mit Bauchschmerzen zu tun oder kann besser in aufrechten Positionen abführen oder mag sowieso gar nicht abführen oder in die Windel machen, wenn die Windel um ist, sondern eher, wenn es sich frei fühlt. Genau, dann könnt ihr das einfach auch schon immer mal so ein bisschen in den Alltag einbauen und genau, dann sind die das auch schon so ein bisschen gewöhnt. Dann das nächste war, dass wir einfach so diese Verbindung schon zum Badezimmer hergestellt haben. Also Windel wechseln, wickeln, häufig im Stehen und dann auch schon im Badezimmer, manchmal auch im Liegen, so auf dem Fußboden, auf der Fußmatte. Und das Töpfchen stand ja auch schon im Badezimmer, dass einfach so diese Verbindung geknüpft wird von den Kindern. Okay, nicht abführe oder Pipi mache in die Windel, dann verbinden wir das mit dem Badezimmer. Und genau, das hat in der Regel eigentlich auch ganz gut funktioniert. Und das nächste, und das lieben meine Kinder, oder haben sie alle geliebt, Marlene liebt das jetzt noch, ist einfach, dass sie Unterwäsche anziehen. Also ich habe dann angefangen, wirklich keine Bodies mehr anzuziehen, sondern irgendwann Unterhosen. Es gibt auch so ganz kleine Unterhosen schon und das haben die geliebt. Da waren dann meistens irgendwie schöne Aufdrucke drauf. Das fanden die ersten schön. Und zweitens hat das auch wieder dazu geführt, dass sie ein bisschen selbstständiger geworden sind und mehr selbstbestimmt sein konnten. Denn natürlich, eine Unterhose können sie sich leichter ausziehen, anstatt die Druckknöpfe vom Body zu öffnen und so weiter. Deswegen, also die Unterhosen, das ist immer noch hier ein Highlight. Und ich finde, das hat immer auch noch mal wirklich einen Teil dazu beigetragen, dass sie Lust hatten, auf Toilette zu gehen, aufs Töpfchen zu gehen und einfach auch Interesse so an ihrem Körper weiterentwickelt haben. Und wenn dann mal was daneben gegangen ist, dann war die Unterhose ja auch
nass und dann merken sie das ja auch. Dann ist das ja auch unangenehm, wenn sie keine Windel anhaben. Und auch dann können sie sich selber ausziehen und einfach merken, dass, okay, die Hose ist jetzt wirklich nass geworden. Wenn man eine Windel umhat, merkt man das ja nicht in dem Moment, weil die ja ziemlich trocken dann trotzdem noch sind. Also es macht kein unangenehmes Gefühl. Bei einer Unterhose ohne Windel ist es natürlich so, oder auch wenn die Hose nass wird, dass es unangenehm ist. Erst ist es warm, aber dann wird es ja auch kühl. Und dann ist der Drang einfach auch schon von alleine dort, alles auszuziehen und wieder was Trockenes anzuziehen. Und auch das hat wieder einen Lerneffekt, dass die Kinder überhaupt merken, ah, okay, das kommt aus mir raus, der Urin. Und das macht dann dieses feuchte, nasse Gefühl. Und irgendwann kommt es dann, dass sie sich anfangen, auch aufs Töpfchen zu setzen. Und wenn dann mal aus Versehen was ins Töpfchen gegangen ist, dann haben die Kids sich total gefreut darüber und waren irre stolz. Und wir haben uns natürlich auch mitgefreut und das auch positiv bestärkt. Das ist natürlich dann auch ganz, ganz wichtig, dass die Kinder einfach speichern, oh, das hat jetzt irgendwie gerade gut geklappt. Was natürlich nicht heißt, wenn es nicht ins Töpfchen geht, dass es nicht gut geklappt hat. Das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Wirklich hier gar keinen Druck und keinen Zwang. Einfach nur positiv bestärken und sich mit den Kindern mitfreuen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. An dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz wichtig, es geht wirklich darum, Erfahrungen zu sammeln, sich auszutesten und nicht um das Resultat, also nicht darum, dass dann irgendwas im Töpfchen landet, sondern einfach nur erstmal dieses in Kontakt kommen und dieses Ausprobieren und ja, mit seinem eigenen Körper auch in Verbindung gehen. Und ganz, ganz viele fragen immer, wie habt ihr das denn dann gemacht, Laura? Habt ihr von Anfang an die Windel dann weggelassen? Und ja, ich habe das häufig so gemacht bei den Kids, dass ich denen wirklich eine Unterhose dann angezogen habe oder sie haben sich selber eine Unterhose angezogen, die Windel haben wir weggelassen. Dann haben wir einfach das auf uns zukommen lassen. Und natürlich ist da ganz, ganz viel auch in die Hose gegangen und die Hose war nass. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass das für unsere Kinder eine wichtige Erfahrung war. Einfach, ah, okay, das passiert und jetzt ist es nass. Wie ist das überhaupt passiert und dass es einfach auch eine Zeit gedauert hat, bis sie das überhaupt selber gespürt haben. Oh, jetzt muss ich auf Toilette und jetzt gehe ich ins Badezimmer. Und es geht, wie gesagt, nicht um das Resultat, dass irgendwas im Töpfchen landet, sondern einfach schon so diesen Weg überhaupt zu meistern. Oh, ich verstehe, dass das aus mir rauskommt und ich gehe schon ins Badezimmer. Das ist einfach schon total großartig. Aber wichtig, wie gesagt, ohne Druck und ohne Zwang. Und jedes Kind ist da auch ganz individuell. Auch bei uns war es so, dass eins von den vier Kindern eher früher dran war, eins war ein bisschen später dran und das ist auch überhaupt nicht schlimm, denn es ist einfach wirklich ganz individuell. Und jetzt ist es auch so, dass wir nachts auch noch aufstehen zum Beispiel und ich dann mit der Kleinen auf Toilette gehe, weil sie zum Beispiel, wenn sie dann im Tiefschlaf ist, das auch einfach manchmal vergisst und dann landet halt auch mal was im Bett. Deswegen gehe ich mit ihr zum Beispiel nachts dann schon einfach regelmäßig auf Toilette und da muss man sich so ein bisschen einfinden, genauso wie ich sie dann regelmäßig einfach alle mit auf Toilette genommen habe, wenn ich zum Beispiel selber auf Toilette war, dass sie das einfach auch spüren und merken, hey, wie sind die Abläufe, wie funktioniert das, wie macht Mama das, wie macht Papa das, wie machen das die Geschwister? Und daraus lernen die natürlich ganz viel und schauen sich auch ganz, ganz viel ab. Und ich finde es nochmal ganz wichtig zu sagen, wenn was daneben geht, nicht schimpfen, sondern wirklich respektvoll mit der Situation umgehen. Die Kinder spüren ja auch oder haben dann vielleicht ein unangenehmes Gefühl, weil es nass ist oder manchmal sind sie auch traurig, manchmal passiert es beiläufig und sie merken es noch gar nicht so richtig. All das ist völlig normal und ich finde es immer ganz, ganz wichtig, da entspannt mit der Situation umzugehen. Das ist nichts Schlimmes. Und kein Grund, irgendwie sauer zu sein oder zu schimpfen. Und das ist dann eher so, dass das natürlich auch Druck ausübt. Deswegen haben wir versucht, das wirklich ganz neutral zu begleiten und ja, den Kindern dann geholfen, durch diese Situation durchzukommen. Und dann haben wir eine frische Hose zusammen angezogen, eine neue Unterhose. Und dann ging es wieder von vorne los. Also von daher bleibt da wirklich ganz entspannt. Mein Name ist übrigens Laura Roman-Höhn. Ich bin Hebamme seit über 10 Jahren und mittlerweile Mama von 4 Kindern. Und auf meinem Kanal geht es rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und die ersten Babyjahre. Und wenn ihr noch mehr zu diesen Themen erfahren wollt, dann schaut auch unbedingt hier vorbei bei unserem Kursprogramm. Wir haben nämlich einen Fit in der Schwangerschaft-Kurs, einen Geburtsvorbereitungskurs, einen Stillkurs und einen Rückbildungskurs für euch. Und jetzt würde mich interessieren, was eure Tipps und Tricks sind zum Trockenwerden. Schreibt es doch mal in die Kommentare, würde mich richtig doll interessieren. Und ich glaube auch ganz, ganz viele andere hier, weil das einfach ein Thema ist, was viele beschäftigt. Schaut auch unbedingt in dieses Video hier rein zum Thema Brei und Beikost, das 1x1 zum Beikoststart. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon ganz bald wieder im nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben!